In der Einladung steht, zivilgesellschaftliche Friedensförderung wird von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen als Handlungsoption für Friedensengagement angeboten. Die wirtschaftliche, also die Bundesregierung, das Auswärtige Amt und das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit haben einen Plan vorgelegt im Jahre 2004, ein Aktionsplan zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung. Und in diesem Zusammenhang wird die Arbeit von Friedensinitiativen oder Nichtregierungsorganisationen finanziell unterstützt. Die Fragestellung ist, was ist das Ziel von solchen Friedenseinsätzen? Was haben sie der Bevölkerung in den Kriegsregionen oder Krisenregionen gebracht oder was bringen sie ihnen? Und muss man sich nicht eher die Frage stellen, ob diese Einsätze nicht eher bedeuten, dass sie ein Teil von einer NATO-Strategie sind und Krisen und Kriege oftmals auch verlängern? Es gibt mittlerweile relativ viel, auch sehr gute und sehr kritische Literatur dazu. Ein Buch ist aus dem Campus Verlag, Die Mitleidsindustrie. Da geht es zum Beispiel auch darum, wie diese Einsätze auch eine Industrie geworden sind, ein Geschäftsmodell. Darüber will ich gleich auch noch sprechen. Diese Friedenseinsätze und das Engagement von diesen Initiativen ist sehr vielfältig. Und ich will das am Beispiel von Syrien mal exemplarisch ein bisschen erläutern, wo syrische Oppositionelle, die Bundesregierung hat ja sehr einseitig Partei ergriffen in diesem mittlerweile viele Jahre dauernden Krieg und Konflikt, und zugunsten von Oppositionellen, die zum Beispiel nach Deutschland eingeladen wurden, gibt es sehr viel Unterstützung und auch die von den Oppositionellen gegründete Übergangsregierung wurde im Auswärtigen Amt empfangen und wurde weitergereicht an verschiedene friedenspolitische Initiativen, Institutionen oder Einrichtungen, die diesen Menschen weitergeholfen haben. Sie haben sie eingeladen zu Gesprächsrunden über Frieden, wie Frieden gemacht werden kann in Syrien. Sie wurden empfangen in den Ausschüssen des Deutschen Bundestages, an Universitäten, in Medien haben sie ein Forum bekommen im Bereich von Kunst und Kultur. Sie haben das ja eben auch erwähnt, die Bedeutung auch von Kunst und Kultur im Friedensengagement. Und auch das Goethe-Institut, die Einrichtung der Bundesregierung für Kulturvermittlung im Ausland oder weltweit, dort wurden also Veranstaltungen mit speziell syrischen Oppositionellen angeboten und gefördert. Im Gegensatz dazu, dass andere Stimmen aus Syrien in diesen Einrichtungen nicht gehört werden. Es gab einen an den Universitäten vom Deutschen Akademischen Austauschdienst ein Programm, das nannte sich, ich glaube, es ist abgeschlossen, es sei denn, es ist wieder neu aufgelegt worden, Leadership for Syria, wo also Führungskräfte für Syrien ausgebildet werden an den deutschen Universitäten. Das wurde vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst finanziert und das ist nur ein Beispiel, wie eben halt auch im Rahmen von Kultur, Bildung und unter dem Dach von Friedensförderung eine bestimmte Position eingenommen wird. Die syrische Nationale Koalition der revolutionären oppositionellen Kräfte, also dieses Oppositionsbündnis, was ja offiziell die Opposition vertreten soll, mit Sitz in Istanbul, hat aber hier in Berlin mit Hilfe deutscher Stiftungen, die mit dem Auswärtigen Amt kooperieren, ein Verbindungsbüro errichten können. Das wird von denen mitfinanziert. Das ist die Berghoff-Stiftung, ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt, die in diesem Konzept der Friedens- und Konfliktforschung sehr aktiv ist.
Und Sie finanzierten bei den Verhandlungen in Genf in der Vergangenheit auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dieser Oppositionsgruppe. Und Sie haben ihnen juristische Expertenberatung zur Seite gestellt. Also Sie haben sie sozusagen gecoacht. Also Sie haben sie ausgebildet, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen. Das kostete für ein halbes Jahr in Genf 2 Millionen Euro. Das war im Jahr 2016. Das ist nur ein Beispiel, wie eben unter diesem Namen Frieden schaffen und Konflikte lösen eine Seite von deutschen Einrichtungen mit Steuergeldern unterstützt werden. An dieser Finanzierung der Opposition beteiligen sich außer der deutschen Bundesregierung auch die USA, Großbritannien, die Europäische Union und Saudi-Arabien. Die Organisationen, mit denen die Bundesregierung da zusammenarbeitet, die werden staatlich gefördert und logistisch und politisch und auch finanziell unterstützt von einem Büro der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, die hieß früher GTZ, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Und sie helfen Nichtregierungsorganisationen, die zum Beispiel Projekte vor Ort in der Türkei oder im Libanon oder im Nordirak oder in Syrien selber in den Gebieten der Opposition durchführen. Die GIZ hat im Auftrag der Bundesregierung in der südtürkischen Stadt Gaziantep ein Büro, eine Art Verbindungsbüro, wo sie deutsche Hilfsorganisationen unterstützen, wie zum Beispiel die Grünhelme oder Adopt the Revolution oder auch Medico International oder andere Organisationen, die zum Beispiel in diesem Zusammenschluss Aktionen Deutschland hilft vertreten sind und die Projekte, Hilfsprojekte in Syrien oder in den Randgebieten Syriens haben, die mit der syrischen Opposition zusammen durchgeführt werden. Ich will jetzt nicht zu weit auf Syrien eingehen, das, was eben halt hier auch als Opposition genannt wird, sind vielfach Zivilisten durchaus, die aber in enger Verbindung mit bewaffneten Gruppen stehen. Also in diesen Gebieten kann man nicht arbeiten, wenn man nicht mit diesen bewaffneten Gruppen sich in irgendeiner Weise organisiert und arrangiert. Das sind Aspekte, die von der Bundesregierung weitgehend auch bei Nachfragen der Abgeordneten nicht vertieft werden oder nur sehr oberflächlich beantwortet werden. Beispielsweise die Frage, wenn man Hilfsgüter oder Unterstützung, medizinische Güter oder etwas für Schulen in diese Gebiete bringt, aus der Türkei über die Grenze nach Syrien hinein, nach Idlib zum Beispiel, kassieren die bewaffneten Gruppen Geld von den Transporten. Und die Frage ist, wird das bezahlt? Wie geht man damit um? Wie stuft man das ein? Mit wem hat man es da eigentlich zu tun, wenn da eben eine Gebühr sozusagen erhoben wird? Und wohin fließt das Geld? Wen unterstützt man finanziell direkt eben halt auch durch solche Zahlungen? Es gibt sehr viele Beispiele dafür. Ich will die jetzt im Einzelnen nicht auflisten. Aber zum Beispiel die Organisation Medico International hat ja sehr stark auch im Umland von Damaskus Organisationen der Opposition unterstützt. Und die wiederum wurden finanziert, teilweise von der Bundesregierung, teilweise aber auch von anderen Akteuren in diesem Krieg, also Staaten am Golf oder Geldgeber aus den Golfstaaten, die eben diese Projekte mit unterstützen. Zum Beispiel ein Akteur, der sehr aktiv ist in Syrien, ist Katar. Es gibt einen roten Halbmond aus Katar und die sind also sehr aktiv in den Gebieten der Opposition in Syrien, in Idlib jetzt auch, aber auch im Umland von Aleppo. Und oftmals gibt es dann da eine Kooperation auch mit anderen ausländischen Hilfsorganisationen, die in einem gleichen Ort arbeiten. Das alles wird aber, ist bekannt bei der Bundesregierung und die GIZ kann das sozusagen von der Türkei aus
kontrollieren oder weiß, wo deutsche Hilfsorganisationen mit wem auch aktiv sind. Eine Organisation, die ja von Deutschland auch sehr stark unterstützt wird, das sind die Weißhelme, und ich erwähne die auch deswegen, weil sie hier als syrischer Zivilschutz dargestellt werden. Die Bundesregierung hat diese Organisation mit 12 Millionen Euro bis zum Jahr 2017 unterstützt. Und es gibt einen syrischen Zivilschutz seit Ende der 1940er Jahre. Nach der Gründung Syriens wurde eine Rote Halbmondgesellschaft gegründet und auch ein syrischer Zivilschutz. Aber diese Organisation kommt in der hiesigen Berichterstattung nicht vor. Ich habe jetzt gerade kürzlich welche getroffen im Süden von Idlib, also vom Zivilschutz Hama, die dort ihrer Arbeit nachgegangen sind. Sie suchen verschwundene Leichen, die in irgendwelchen anonymen Gräbern verscharrt worden sind. Und das ist eine staatliche syrische Hilfsorganisation, die aber hier in unseren Medien komplett ignoriert wird. Es gibt eben die Weißhelme. Und diese Organisation wurde 2013 von einem britischen Offizier gegründet und wurde also politisch und medial sehr stark in den Vordergrund gerückt. Gemeinsam verliehen das deutsche und das französische Außenministerium im Jahre 2016 den Weißhelmen den deutsch-französischen Menschenrechtspreis. Und diese Organisation ist ausschließlich tätig in den Gebieten der Opposition. Das heißt, wenn sich die Bundesregierung zivil oder sozial oder friedenspolitisch dort engagiert, tut sie das nur auf einer bestimmten Seite und in dieses Konflikts. Die US-amerikanische staatliche Hilfsorganisation USAID, das Vorbild übrigens der GIZ, also die GIZ, früher Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, ist eine staatliche Einrichtung, und sie wurde vor wenigen Jahren komplett umstrukturiert nach dem Vorbild von USAID mit dem Ziel, dass die gesamte entwicklungspolitische, friedenspolitische Arbeit in Kriegs- und Krisensituationen unter ein Dach kommen, staatlich kontrolliert werden. Viele deutsche Organisationen, die früher kirchlich waren oder unabhängig waren, waren damals auch vor die Frage gestellt, lässt man sich darauf ein, wie verhält man sich in Zukunft dazu? Weil natürlich die Arbeit von diesen Organisationen, die zum Beispiel früher auch in Nicaragua oder in El Salvador, in Lateinamerika, gerade kirchliche Organisationen, unabhängig, dort unterwegs waren und die Bevölkerung unterstützt haben, das heute so nicht mehr tun können, es sei denn, sie ordnen sich also der deutschen Außen- und Entwicklungspolitik unter. Das ist besonders krass in Gebieten wie Afghanistan oder auch Irak, wo Hilfsorganisationen oder Nichtregierungsorganisationen mittlerweile sogar, also im Irak und in Afghanistan hat das dazu geführt, dass viele Organisationen sich damals zurückgezogen haben. Sie mussten ein Papier unterschreiben, das ihnen von der US-Armee vorgelegt wurde. Es gab im Irak damals enorme Diskussionen darüber, dass sie den Anordnungen und den Anforderungen der US-Armee sich unterwerfen. Und immer wenn sie irgendwo etwas im Land machen, müssen sie das mit der US-Armee als der militärischen Kontrollmacht dort nach dem Krieg 2003. Wenn sie etwas machen, müssen sie sich mit den Amerikanern abstimmen. Und wenn sie das nicht tun, dann laufen sie Gefahr, bei ihrer Arbeit auch ums Leben zu kommen. Ich meine, das kann man auch als Drohung verstehen. Ja? Sie haben natürlich gesagt, wir können sie dann nicht schützen, wenn sie sich mit uns nicht koordinieren. Aber das bedeutet, und so wurde es auch von etlichen Organisationen diskutiert, dass man es eigentlich als ein Unterwerfungsinstrument angesehen hat. Und viele Organisationen, die damals noch aus Italien, Frankreich,
von Deutschland ist es mir nicht bekannt, haben sich dann aus dem Irak zurückgezogen, weil sie sich eben halt nicht auf diese Art der Kontrolle, der militärischen Kontrolle einlassen wollten. Also die GIZ wurde umgebaut nach dem Beispiel der USAID, die unterliegt dem Auswärtigen Amt in Washington und GIZ unterliegt auch dem Auswärtigen Amt. Und diese USAID hat ihre Unterstützung für die Weißhelme, übrigens gerade erneuert mit 4 Millionen US-Dollar, sie hat diese Unterstützung folgendermaßen begründet. Sie sagt, wenn sie die Weißhelme unterstützen, dann würden deren Aktivitäten, also sie unterstützen sie, weil deren Aktivitäten zu einem Übergang zu einem demokratischen und stabilen Syrien führen und den Einfluss strategisch moderater Akteure erhöhen. Ich wiederhole das nochmal, weil es eigentlich sehr deutlich sagt, worum es geht. Ihre Aktivitäten, die zu einem Übergang zu einem demokratischen und stabilen Syrien führen und den Einfluss strategisch moderater Akteure erhöhen. Das ist Interventionismus, humanitärer Interventionismus. Man will durch diese Organisation der Weißhelme Einfluss nehmen. Es geht um die zivil-militärische Intervention und auch Kooperation, auf die Organisationen sich einlassen müssen, wenn sie in Kriegs- und Krisengebieten heute humanitär, entwicklungspolitisch oder auch friedenspolitisch unterwegs sind. Humanitäre Hilfe wird unterstützt, um Einfluss auf die politische Entwicklung in einem Land zu nehmen. In Syrien ist es besonders deutlich, weil es auch eine sehr zugespitzte Situation ist. Diese humanitäre Intervention wird mit Hilfe von privaten, humanitären und Nichtregierungsorganisationen durchgeführt und sie ist Teil eines Konzepts der zivil-militärischen Zusammenarbeit, wie sie seit dem Jugoslawienkrieg 1991 entwickelt wurde. Denn dort und in den folgenden Kriegen in Afghanistan, im Irak und in Libyen und auch in Syrien operieren Soldaten der NATO in bewohntem Gebiet. Sie suchen durch speziell ausgebildete Offiziere den Kontakt zu internationalen und privaten Hilfsorganisationen, um diese und damit auch die Bevölkerung hinter oder zwischen den Fronten des Krieges zu versorgen und in die eigene Strategie einzubinden. Das nennt man hier in der deutschen Außenpolitik auch ein Stabilisierungskonzept. Man gibt Stabilisierungshilfe in ein Kriegs- und Krisengebiet, um die Bevölkerung sozusagen daran zu hindern, zu fliehen. Ja, also man will ihre Widerstandskraft stärken. Das nennt sich Stärkung der Resilienz. Und damit sie dort bleiben, damit sie sozusagen den zivilen und Bevölkerungshintergrund eines Krieges bilden. Es geht nicht darum, einen Krieg zu verhindern oder zu stoppen oder Verhandlungen zu führen, die hin zu Frieden führen, sondern eine Situation soll sozusagen im Interesse einer militärischen Operation stabilisiert werden. Bei der zivil-militärischen, vielleicht noch ein Hinweis, der britische Offizier, der die Weißhelme gegründet hat, er war ein solcher speziell ausgebildeter Offizier, der für die Verbindung zwischen der Armee und der Zivilbevölkerung und den zivilen Organisationen ausgebildet war. Er hatte Erfahrung in Afghanistan und im Irak und die hat er sozusagen mit der Bildung, mit der Gründung der Weißhelme in Syrien umgesetzt, um dieses Konzept in Verbindung mit der Zivilbevölkerung dort zu etablieren. Es geht um die medizinische und humanitäre Versorgung in Kriegsgebieten. Flüchtlinge müssen begleitet, Zeltstädte gebaut, mit Wasser versorgt und organisiert werden.
Die Bevölkerung in Kampfzonen soll unterstützt und ihre Widerstandsfähigkeit, wie ich gerade sagte, die Resilienz soll gestärkt werden. Oppositionelle Gruppen in Syrien werden auf diese Weise seit 2011 unterstützt, eingebunden in den übergeordneten Plan einer politischen Intervention im Land, dem Sturz der Regierung. Also meiner Ansicht nach, die Einladung war ja als Frage formuliert, ich habe da aber eine Position, wie man vielleicht schon herausgehört hat. Meiner Ansicht nach dient dieses Konzept, wie die Weißhelme das darstellen, aber auch andere deutsche Hilfsorganisationen oder internationale, sie sind im Grunde, sie machen sich mit ihrem Engagement in dieser Region zu Instrumenten der zivil-militärischen Intervention in einen souveränen Staat. Ob sie es wollen oder nicht. Denn sie operieren aus dem Ausland. Es gibt ein humanitäres Völkerrecht, das besagt, wenn internationale Hilfsorganisationen in einem Land tätig werden, müssen sie es absprechen mit der Regierung des Landes. Das geschieht in Syrien zum Beispiel von Seiten der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen arbeiten mit ihren Hilfsorganisationen von Damaskus aus in Absprache mit der syrischen Regierung. Das ist eine Vereinbarung des humanitären Völkerrechts. Die UNO werden von der Opposition, der syrischen Opposition, dafür angegriffen. Das heißt, dass die UNO das Assad-Regime unterstützt, weil sie Gelder, sie wären korrupt, sie würden Gelder an die Regierung zahlen und so weiter. In den USA ist gerade jetzt vor wenigen Tagen ein neues Gesetz vorgelegt worden. Ich glaube, es ist noch nicht verabschiedet, aber es wird diskutiert, dass die USA keine Hilfsgelder mehr an die UNO geben soll, die nach Syrien gehen, also an UNO-Organisationen, die in Syrien arbeiten, oder auch an UNO-Organisationen, die im Libanon arbeiten. Also man will diese Regierungen unter Druck setzen und man will die UNO unter Druck setzen mit diesen völkerrechtlich legitimen Regierungen, die es in den Ländern gibt, zu kooperieren. Stattdessen, und das hat man mir zum Beispiel als Journalistin, haben mir das Oppositionelle auch in Syrien ganz klar gesagt, ich solle darauf hinarbeiten mit meiner Berichterstattung, dass Deutschland kein Geld mehr an die UNO gibt, sondern an private Organisationen, die aus der Türkei oder aus Jordanien oder sonst woher in den Gebieten der Opposition arbeiten würden. Diese grenzüberschreitende humanitäre Hilfe in ein souveränes Land ist ein Bruch des Völkerrechts, es sei denn, es gibt eine Sicherheitsratsresolution für eine solche grenzüberschreitende Hilfe, die gibt es auch für Syrien, für die UNO und für Organisationen, die mit der UNO kooperieren. Es gibt humanitäre Hilfe aus Erbil für den Nordosten des Landes und aus der Türkei für Idlib und für die Gebiete westlich und nördlich von Aleppo unter Kontrolle der Opposition. Die syrische Regierung hat keine Kontrolle über die eigenen Grenzen, weil auf der syrischen Seite sind bewaffnete Gruppen, auf der türkischen Seite ist die Türkei und sie kooperiert eben nicht mit der syrischen Seite, wohl aber mit der UNO. Das heißt, jede Hilfsorganisation, die in Syrien arbeitet und nicht mit der UNO kooperiert, muss sich fragen, ob sie überhaupt völkerrechtlich legitim dort arbeitet. Ich denke, dass die Hilfsorganisationen natürlich die Argumentation haben, besonders wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, dann sagen sie, wir müssen den Menschen helfen, wir müssen den Flüchtlingen helfen und für uns ist es keine Frage, Völkerrecht hin oder her. Aber in einem so langen Krieg, wie er jetzt in Syrien herrscht, ist es ja auch ein Instrument, um sozusagen die militärischen Operationen weiter fortzusetzen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, die man auch humanitär und die man auch juristisch und völkerrechtlich beantworten muss. Ich will jetzt noch mal
die Frage, warum die Bundesregierung so eine Art von Arbeit macht, denke ich, können wir auch diskutieren. Ich finde das sehr wichtig, sich da mehr mit auseinanderzusetzen. Aber es ist auch so, dass diese zivil-militärische Arbeit von der Bundesregierung, vom BMZ und auch vom Auswärtigen Amt als ein Geschäftsmodell verkauft wird, richtiggehend angeboten wird. Insofern ist dieser Begriff die Mitleidsindustrie auch nicht so ganz verkehrt, auch wenn es uns vielleicht zynisch erscheint oder fremd, weil man ja eigentlich Hilfsorganisationen und humanitäre Organisationen immer auch als etwas Positives sieht. Man will ja helfen. Aber wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Es gibt in Deutschland die Aktion Deutschland hilft. Das ist ein Zusammenschluss von aktuell 23 deutschen Hilfsorganisationen, die sind in dieses Modell eingebunden. Diese Organisation, Aktion Deutschland hilft, wurde 2001 gegründet, um die Kräfte, das ist jetzt ein Zitat aus deren Selbstdarstellung, um die Kräfte deutscher Hilfe zu bündeln und im Ausland bei Kriegen und Konflikten, Hungersnöten, Erdbeben, Überschwemmungen, Umweltunfällen und anderen Katastrophen schnell einsatzbereit zu sein. Das Auswärtige Amt hat da den Hut auf. Der aktuelle Außenminister Heiko Maas ist einer der Präsidenten dieser Aktion Deutschland hilft. Der andere ist der ehemalige deutsche Bundespräsident Köhler, Herr Köhler, genau. Das Auswärtige Amt bringt Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft in einen Dialog darüber zusammen, wie, Zitat, die vielen Wunden weltweit, um die wir uns kümmern müssen, Zitat Ende, zu bewältigen, wie sie bewältigt werden können. So hieß es bei einer Veranstaltung am Internationalen Tag der Menschenrechte, das ist der 10. Dezember im Jahre 2015. Man brauche, Zitat, neue Ansätze in der humanitären Hilfe, Partnerschaften mit der Wirtschaft bieten dafür ein großes Potenzial. Zitat Ende. Diese Initiative soll also Unternehmen und humanitäre Akteure zusammenbringen, um sich besser zu vernetzen, Unternehmen und humanitäre Akteure Hand in Hand. Und dazu kann man auf der Webseite vom Auswärtigen Amt auch, beziehungsweise auch von der Aktion Deutschland hilft, ein kleines Video angucken. Ich empfehle das, wenn Sie im Internet sind, sich dieses Video mal anzugucken. Das ist wirklich sehr aussagekräftig. Es geht also, Sie analysieren in Ihrer Darstellung Klimawandel, Naturkatastrophen, bewaffnete Konflikte und Flüchtlingsbewegungen nehmen damit zu. Mehr als 125 Millionen Menschen seien weltweit auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und diese humanitäre Hilfe sei ein Wirtschaftszweig, der wächst. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und dieser Wirtschaftszweig soll nach dem Willen des Auswärtigen Amtes für Unternehmen interessant gemacht werden. Wer schreibt das, dieses Zitat? Das stammt von der Webseite von Aktion Deutschland hilft, beziehungsweise vom Auswärtigen Amt. Das ist diese Initiative CSR Humanitär, also wo Unternehmen, Politik und humanitäre Organisationen zusammengebracht werden sollen. Die humanitäre Hilfe soll also für Wirtschaftsunternehmen interessant gemacht werden. Und es gibt dort auch zu sehen ein Schaubild. Das sieht man auf der Webseite von CSR Humanitär. Das ist diese, man findet das über die Webseite des Auswärtigen Amtes. Welche Relevanz es in welchen Bereichen gibt, die sich aus der wachsenden Not der Menschen ergeben. Die Not der Menschen als Geschäftsmodell. Logistik und Gesundheit stehen dabei als sehr relevant ganz oben. Bildung, sanitäre Versorgung, Notunterkünfte, Kommunikation sind
eher relevant und weniger relevant sind der Schutz der Zivilbevölkerung, Ernährung oder die Koordination von Lagern. So ist es dort aufgelistet. Wenn wir uns jetzt angucken, wie diese Idee zivilgesellschaftliche Friedensförderung, Handlungsoptionen in der humanitären Hilfe, wie das in Deutschland aussieht. Es gibt einen zivilen Friedensdienst, ZFD, das ist auch in der Einladung erwähnt worden. Der wurde 1999 gegründet, Jugoslawienkrieg war, glaube ich, 98, wenn ich mich recht erinnere, 99. Und dieser zivile Friedensdienst setzt sich weltweit dafür ein, Konflikte ohne Gewalt zu regeln. Dafür werden Fachkräfte in Krisen- und Konfliktregionen vermittelt und sie unterstützen Partnerorganisationen vor Ort dabei, friedliche und konstruktive Lösungen zu finden für ihre Konflikte. Nicht die Konflikte sind das Problem, sondern die Art, damit umzugehen, heißt es in der Selbsterstellung von ZFD. Und Konflikte, und das würde ich auch unterstreichen, bieten ja auch immer die Chance auf Veränderung und Entwicklung. Für ZFD, wenn sie friedlich ausgetragen werden. Das Bundesministerium für entwicklungspolitische Zusammenarbeit, für Entwicklungshilfe und wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, hat ein Jahresetat von 10 Milliarden Euro. Und von diesen 10 Milliarden Euro gehen, wenn man diese ganzen verschiedenen Bereiche mal zusammennimmt, etwa 25% in diesen Bereich Friedensarbeit, Unterstützung der UNO, Unterstützung von solcher Arbeit mit Partnerorganisationen in Konflikt- und Krisenregionen, also etwa 2,5 Milliarden Euro im Jahr. Das Verteidigungsministerium hat einen Etat von 42 Milliarden Euro, viermal so viel. Ich möchte darauf hinweisen, dass wenn man auf der einen Seite sagt, Konflikte bieten die Chance auf Veränderung und Entwicklung, wenn sie friedlich ausgetragen werden. Das gilt für die Bevölkerung, ja. Aber das Militär hat ein Vielfaches an Geld zur Verfügung, um die Kriege zu führen. Man muss diese Politik, man muss sie von allen Seiten sich ansehen. Also wenn man Frieden machen will, auf eine zivile Art und Weise, ohne Waffen, dann sollten eigentlich die Etats umgekehrt sein, ja. Also Verteidigungsministerium so viel und das BMZ so viel. Und im Übrigen wird überhaupt nicht berücksichtigt, was bedeutet das eigentlich für die Länder, wo diese Projekte umgesetzt werden. Das Interessante ist, dass es eine rein deutsche Sichtweise auf diese Konflikte und Krisen weltweit gibt. Diese zivile, militärische Zusammenarbeit entspricht der deutschen außenpolitischen Maxime von einer, man will eine vernetzte Sicherheit herstellen, in der die Ressourcen der militärischen und polizeilichen Sicherheitskräfte, der zivilen Friedenskräfte, der Diplomatie und der Entwicklungszusammenarbeit auf nationaler, internationaler und auf lokaler Ebene in den Kriegsgebieten Ressort und Institution übergreifend abgestimmt und optimal eingesetzt werden. Das ist ein Zitat aus einer Analyse. Also man findet diese Berichte in den Schriften vom BMZ oder vom Auswärtigen Amt, wenn man unter Konfliktlösung und Friedenseinsätze guckt, unter dem Thema vernetzte Sicherheit. Das heißt, man will einerseits die militärischen Einsätze im Ausland durch eine zivile Arbeit absichern, eine vernetzte Sicherheit, indem man die Zivilbevölkerung in den Gebieten
wo militärische Einsätze stattfinden, durch solche Projekte für sich gewinnt. Es geht im Grunde um die Frage Winning of Hearts and Minds of the People, also dass man die Herzen und die Köpfe der Bevölkerung für sich gewinnt, in deren Ländern man militärisch operiert. Das ist, ich glaube, die USA haben das mal so gesagt. Und es gibt ganz interessant ein Buch auch von einem US-Diplomaten, der im Irak diese Arbeit gemacht hat, die ich jetzt beschrieben habe. Und das Buch trägt den Titel Wir haben es gut gemeint, we meant well, but we failed. Wir haben es gut gemeint, aber wir sind gescheitert, weil sie eben halt in einem, also im Irak, ich will da jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, unglaublich viele Fehler gemacht haben und vor allen Dingen die ursprünglichen Konflikte im Land ja selber mit hervorgebracht haben. Wenn man sich anguckt, wo die Hauptprojekteinsätze vom zivilen Friedensdienst sind und man schaut sich an, wo die Haupteinsätze der Bundeswehr heute sind, entweder in EU-Missionen oder in UN-Missionen, dann gibt es doch relativ viele Überschneidungen. Die Projekte sind in Afghanistan, im Irak, in Jordanien, Israel, Palästina, im Libanon und praktisch quer durch Afrika, wo es eben auch militärische Einsätze der Bundeswehr beispielsweise in Mali gibt oder auch am Horn von Afrika. Und natürlich in Lateinamerika, klassisch in Kolumbien und in Bolivien, glaube ich. Also es ist ganz eindeutig diese Koordination und dieses vernetzte Sicherheitskonzept, das Konzept der vernetzten Sicherheit, Militärs, Polizeikräfte, zivile Friedensdienste, Diplomaten, und Entwicklungspolitik gemeinsam. Die Bundesregierung hat seit 1999 1400 internationale Fachkräfte ausgebildet. Sie arbeiten in 60 Ländern und das ist ein zunehmender Bereich. Und wenn man sich anguckt, wie auch ihre Vorgaben sind, also was zum Beispiel selbstkritisch innerhalb dieser Friedensförderungsprojekte auch angemerkt wird, dann heißt es zum Beispiel, Veränderungen in diesen Kriegs- und Krisengebieten werden von Menschen geschaffen und daher müssen lokale, zivile Akteure unterstützt werden, damit sie eigenständig gesellschaftlich-politische Veränderungsprozesse mit gewaltfreien Mitteln gestalten können. Konzeptionelle Ansätze gewaltfreier Transformationsprozesse müssen nutzbar gemacht und weiterentwickelt werden. Diese lokalen zivilen Akteure nennt man Change Agents, Graswurzeldiplomaten. Wir haben in Syrien Bürgerjournalisten und Graswurzel ist ja ein Begriff, der eigentlich die Graswurzelbewegung ist eine Bewegung von unten, ja, die eine Bürgerrecht- oder Bürgerinitiativbewegung gewesen. Aber man kann auch sehr deutlich sehen, wie in dieser Politik des Auswärtigen Amtes Ansätze der Friedensbewegung, der Bürgerinitiativbewegung aufgenommen, umgesetzt werden für die staatliche Außenpolitik. Das sieht man auch an einzelnen Akteuren, wenn man sich anguckt, wo die Leute, die in diesen Bereichen tätig sind, früher gearbeitet haben. Viele haben in Öko-Instituten gearbeitet oder in Friedensinitiativen, waren in Mutlangen, gab es ja früher auch solche Sitzblockaden. Sie haben das als Studenten oder Studentin gemacht und sind sozusagen auf der Suche nach Frieden in diese Tätigkeit hineingekommen und haben diese Projekte Friedenspotenzial zu schaffen, in dem gesellschaftliche, kulturelle, politische und ökonomische Faktoren zusammenkommen, haben sich dort auch beruflich eingebracht.
Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung müssen sich an Werten orientieren, die auch für uns in Deutschland gelten. Internationale Menschenrechte, völkerrechtliche Standards an Gewaltfreiheit und Gerechtigkeit. Das ist natürlich richtig, aber wenn wir mit einem deutschen Blick in ein Krisen- und Kriegsgebiet gehen, kennen wir eigentlich die Kultur, kennen wir die Geschichte, kennen wir die Herkunft von Konflikten, wissen wir, warum das Dorf A in einem Streit mit Dorf B liegt. Also ich denke, dass es sehr, sehr viele Fragen gibt an diese Herangehensweise. Und wenn man sich anguckt, wie dieser zivile Friedensdienst arbeitet und was auch der Arbeitsbereich von den Menschen ist, die dort als Fachkräfte und Partner eingesetzt werden, dann sehe ich auf der einen Seite, dass es ein richtig lockendes Angebot ist, was eine Person, die sich für Frieden einsetzen will, gerade junge Leute, annehmen wollen. ZFD wirbt mit dem Schlagwort Frieden als Beruf. Ja, wer wollte das denn nicht? Junge Leute in der Schule. Also ich weiß noch sehr gut, wie, ich meine, da muss ich nur mich selber angucken. Ja, Frieden als Beruf. Und sie sollen Vertrauen der Konfliktparteien gewinnen, sie sollen den Dialog zwischen allen Beteiligten fördern, Feindbilder abbauen, sie sollen Jugendlichen Wege zeigen, Konflikte gewaltfrei auszutragen, sie sollen traditionelle Schlichtungsinitiativen einbinden und so weiter. Es gibt eine lange Liste von Dingen, sie sollen Journalisten und Journalistinnen sensibilisieren, damit Medienbeiträge Spannungen abbauen und nicht aufbauen. Da würde ich ja mal sagen, da können Sie ja schon hier in Deutschland anfangen, in der Bild-Zeitung, aber auch bei anderen. Ja. Und es wird zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass insbesondere die Friedensfähigkeit von Frauen eingebunden werden sollen in diese Arbeit. Ja, welche junge Frau will das nicht? Ja? Frauen tragen meist die Hauptlast des Krieges. Bitte? Karen Bauer hat sie. Frauen tragen meist die Hauptlast des Krieges und des Wiederaufbaus. Oft treten sie noch mitten im Krieg für Frieden und Sicherheit ein. Es gibt sogar eine UN-Resolution, 1325, die eben halt sagt, dass Frauen gleichberechtigt in Friedensverhandlungen einbezogen werden müssen. Das sind Dinge, Frieden als Beruf und für gut ausgebildete junge Leute ist das eine sehr lohnende Angelegenheit. Ich sage es Ihnen, ich war durch Zufall bei einem Seminar von jungen Friedenskräften und Entwicklungskräften, die sich auf die Ausreise in ihre Projektländer vorbereiteten. Die waren also wirklich hochmotiviert und sie sind auch wirklich gut ausgebildet. Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium, mindestens 2 Jahre Berufserfahrung, Kenntnisse in der zivilen Konfliktbearbeitung, Auslandserfahrung, zum Beispiel Mitarbeit in internationalen Organisationen. Und sie lernen natürlich die Sprache des Landes kennen, in das sie geschickt werden. Sie sollen kommunikative Fähigkeiten haben, Beratungs- und Vermittlungskompetenz, Einfühlungsvermögen, außerordentliche Flexibilität und emotionale Stabilität. Das ist das, wird hier beschrieben vom ZFD als etwas, über das die Fachkräfte verfügen sollen. Und wenn ich mir so ein Projekt angucke, ich komme dann auch gleich zum Ende, was der ZFD im Libanon macht, wo es ja nicht nur aktuell noch weitere Probleme gibt, sondern wo es schon lange, lange Probleme gibt in diesem Land. Zwei Bürgerkriege und sehr viele palästinensische Flüchtlinge, die unter schwierigen Bedingungen dort leben müssen und andere Fragen. Sie haben ja mit dem Syrienkrieg etwa 1,2 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Und da gibt es ein Projekt vom ZFD,
Das nennt sich Zeder und Jasmin. Das ist ein Recyclingprojekt, wo in einem Flüchtlingslager die Leute Abfall sortieren und Blech und Plastik heraussortieren aus dem Müll, der da hingebracht wird, um es anschließend zu verkaufen. Und da arbeiten Flüchtlinge aus Syrien, Libanesinnen und Libanesen zusammen. Dafür bezahlt die Bundesregierung Geld. Sie bezahlt kein Geld dafür, dass Menschen in Syrien wieder in ihre Dörfer zurückkehren können. Ich kenne Projekte und Initiativen, es gibt eine Kommission in Syrien, die bringt die Inlandsvertriebenen zurück, hilft ihnen, in ihre Dörfer zurückzugehen, organisiert Gesprächskreise, Gesprächsrunden zwischen den vielleicht verfeindeten, ehemals verfeindeten Dorfbewohnern, versucht, für die Frauen Arbeitsmöglichkeiten zu finden, weil vor allen Dingen Frauen übrig geblieben sind nach diesem Krieg. Und sie versuchen, Flüchtlingen zu helfen, die aus Jordanien oder aus dem Libanon oder aus der Türkei nach Syrien zurückkehren. Und dafür bekommen sie keine finanzielle Unterstützung. Von der UNO nicht und von keinem ausländischen Land in Europa, auch von Deutschland nicht. Weil gesagt wird, erst muss es einen politischen Übergangsprozess geben und dann können wir vielleicht überlegen, solche Initiativen mit zu unterstützen. Wenn man Frieden will, dann muss man natürlich alle Seiten einbeziehen. Man muss tatsächlich auch mit den verschiedenen Konfliktparteien, wie es auch hier erwähnt ist, das Vertrauen der Konfliktparteien gewinnen. Das geschieht aber nicht. Es geschieht nicht in Syrien, einer der größten und längsten Kriegsschauplätze aktuell. Und die Bundesregierung gibt sehr, sehr viel Geld aus für Projekte in der Türkei, im Irak, im Libanon und in Jordanien. Aber wirklich zu helfen innerhalb von Syrien, und zwar ganz Syrien, allen Syrern, ungeachtet, wo sie jetzt wohnen, das gibt es nicht. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese Arbeit einseitig ist, dass diese Arbeit bestimmten politischen Interessen dient. Und selbst wenn es zum Beispiel, das wird beim ZFD, es ist ja nicht überall so zugespitzt wie zum Beispiel in Syrien, sie sind zum Beispiel auch aktiv in Nepal, wo sie ein Bürgerradio finanzieren und junge Leute ausbilden, als Journalisten zu arbeiten. Und diese Ausbildung wird vielfach bei der Deutschen Welle übrigens vorgenommen, die ja auch vom Auswärtigen Amt finanziert wird. Und ich bin einmal bei einem Seminar gewesen, wo die damalige Leiterin der Deutschen Welle gesagt hat, natürlich schicken wir die jungen Journalisten zurück in ihre Länder und wir können ihnen ja nicht sagen, dass sie über das Radio zum Umsturz aufrufen sollen, aber wir bringen ihnen bei, wie sie es trotzdem tun können, ohne direkt dazu aufzurufen. Das hat sie ganz deutlich so gesagt. Also ich denke, es ist sehr wichtig, weil natürlich mit so einer Politik Einfluss genommen wird, nicht nur in dem Land, sondern auch bei uns hier in Deutschland. Junge Leute, die sich für Frieden einsetzen wollen, sehen natürlich in so einer Arbeit eine große Chance. Sie machen etwas, was sie wichtig finden. Sie werden auch noch gut dafür bezahlt. Sie kommen in andere Teile der Welt. Und nicht in jedem Fall muss es schiefgehen oder nicht in jedem Fall ist das staatliche politische Interesse so deutlich wie zum Beispiel in der Region des Mittleren Ostens. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Art von Politik einer nationalen Außenpolitik untergeordnet ist, die bestimmt wird von einer zunehmenden Militarisierung. Und ich glaube, es ist eine wichtige Aufgabe, der sich auch die Friedensbewegung oder Friedensbewegte stellen müssen hier in Deutschland, um genau hinzugucken, was eigentlich die Bundesregierung da macht. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Karin. Das ist ein großes Problem. Wir haben es mit diesen Organisationen wie Medico und so ja schon immer nicht gehabt. Also wir waren da schon immer kritisch. Aber diese Details sind natürlich sehr beunruhigend. Bist du auch angesprochen worden als Journalistin in diesem Zusammenhang, wo du gesagt hast, also unterschreiben, dass man nur einer Seite dient? Bitte, was meinst du? Also du hast ja vorhin gesagt, dass also praktisch die Arbeit in solchen Gebieten. Ach so, so in Irak. Ja, zum Beispiel. Das galt ja vor allen Dingen für NGOs. Also ich habe das mitgekriegt, weil ich sehr viel über die, also mit Kontakt hatte in Bagdad mit NGOs, die da gearbeitet haben. Und ich hatte mich eingetragen in diesen Verteiler, weil ich über deren Arbeit auch berichten wollte. Und dadurch habe ich diese ganzen Papiere mitgekriegt und habe auch dann bei den Hilfsorganisationen, also bei diesen NGOs, nachgefragt, wie sie sich jetzt dazu eigentlich verhalten und was es da für Diskussionen gibt. Als Journalistin, ich meine, die Amerikaner zeigen einem schon, dass wenn sie einen da nicht haben wollen, dann schießen sie halt. Also ich habe ein Foto gemacht und dann haben sie auch geschossen, weil sie gesagt haben, es ist nicht erlaubt, hier zu fotografieren. Da war kein Schild, nichts, ne? Aber ein Kollege, der hat gefilmt mit der Kamera auf der Schulter, der ist erschossen worden in Abu Ghraib, ja, ein Reuter-Kameramann. Man vergisst ja leider viele von diesen Dingern über die Jahre auch, aber da ist man nicht geschützt, ja. Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man bei diesen Organisationen schon auf die Interessen und auf die Ursprünge hinweist. Man muss gucken, von wo werden sie auch finanziert. Also follow the money, sagt man ja auch oft. Wenn man wissen will, welche Interessen möglicherweise hinter etwas stecken, dass man guckt, wo kommt das Geld her. Aber ich glaube auch, dass viele Leute, die zum Beispiel bei den Weißhelmen mitgemacht haben, Syrer, dass es für sie eine Einnahmequelle war. Sie haben ihre Arbeit verloren und sie lebten eben halt in diesem Gebiet unter Kontrolle der bewaffneten Gruppen. Und dass sie sich dann da eingebracht haben, ohne auch die vielen Hintergründe zu wissen, die dann recherchiert worden sind oder über die wir heute verfügen. Also ich denke, es gibt immer auch Leute, die die Hintergründe nicht genau kennen und eigentlich meinen, sie tun etwas Gutes. Ja. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in einer privilegierten Situation leben, in der wir sehr, sehr viel Zugang zu sehr, sehr viel Informationen haben. Und dass viele Leute diese Informationen nicht haben können, oder dass auch die Umstände, unter denen sie sich für etwas entscheiden, solche sind, die ihnen manchmal nicht wirklich einen Weg offen lassen. Also ich finde, man muss es immer auch differenziert sehen. Aber es ist richtig, es gibt Bilder von den Weißhelmen, also ich habe da auch immer wieder darauf hingewiesen, ein Bild, was ich finde, das, da braucht man nicht mehr zu sagen, da stehen zwei Weißhelme auf dem Pickup, und auf dem Pickup liegen mehrere Leichen und die werden abtransportiert und diese Weißhelme stehen also auf den Leichen und machen so ein Victory-Zeichen. Das ist völlig undenkbar für einen Zivilschutz. Ja, eine ordentliche Zivilschutzorganisation, also wenn jemand da sowas machen würde, der würde angeklagt oder hochkantig rausgeworfen. Also ich finde, das Bild spricht für sich. Ja, Karin, du hast ja gesagt, es sind viele Idealisten und ich denke mir, wenn man das so liest erstmal und den politischen Hintergrund nicht hat, dann klingt das attraktiv und ist eigentlich eine Sache, wo man sagt, okay, da könnte ich mitmachen. Also ich weiß, dass also auch hier in Berlin Leute vorbereitet haben, das war irgendwo oberhalb im Wannsee,
Also ich hatte mich auch mal interessiert, früher sowas mitzumachen, und da wurden dann Sprachkurse und solche Sachen gemacht. Aber mich würde, das hast du nicht so gesagt, mich würde interessieren, wie ist denn die Reaktion dieser Menschen, die da arbeiten? Du gehst einmal dahin, aber du merkst, dass du eigentlich immer dahin gehst, wo deine eigenen Länder Kriege führen. Und das ist ja eigentlich eine absurde Situation, in der sie sich selber befinden. Also eigentlich müsste doch auch von dieser Gruppe, die da hingehen, wahnsinnige Proteste kommen und sagen, wir sollen aufräumen und ihr zerstört vorher. Das ist doch die Situation, in der sie sich befinden auch, ne? Also ich bin mal gefragt worden, ob ich bei einem Treffen von solchen Leuten sprechen würde, also die in Syrien arbeiten. Es kam dann nicht dazu, weil es zu viel Widerspruch zu meiner Person gab. Ich bin dann also sozusagen wieder ausgeladen worden. Aber die Leute, die diese Arbeit machen, und ich kenne das auch, ich habe viel Arbeit von Hilfsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen im Irak und in, also besonders im Irak, aber auch in Syrien begleitet. Also ich bin da mit Leuten unterwegs gewesen und habe geguckt, wie sie arbeiten und was sie machen und so. Die sind so in ihrem Hamsterrad, da werden diese Art von politischen Diskussionen eigentlich nicht geführt. Also wenn zum Beispiel dieses Treffen, wo ich zu eingeladen war, das waren deutsche Hilfsorganisationen oder deutschsprachige Hilfsorganisationen, auch aus der Schweiz und aus Österreich, die in Idlib arbeiten. Und der mich da eingeladen hat, da habe ich gesagt, Leute, wenn ihr in Idlib arbeitet, wenn die Organisationen in Idlib arbeiten, wisst ihr eigentlich nicht, was da für Leute sind. Ja, das sind doch Oppositionelle, die eben halt dies und jenes und das vorhaben, und wir haben dieses Projekt und das Projekt. Also ich war wirklich erschüttert über das, also wie wenig das reflektiert wurde, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass man ja, man will helfen. Also dieser Aspekt, dass man helfen will, dass man Menschen unterstützen will. Und es gibt ja auch viel Not. Viele sprechen die Sprache auch nicht. Also die Fachkräfte schon, aber sie wissen eigentlich auch nicht genau, was gesagt wird, was der Ursprung des Leids ist oder wie die Menschen früher gelebt haben. Also die ganze Situation, die werden da ja rein katapultiert, also als kämen sie vom Mond und sind in einer Situation, die sie nur kennen aus der Vorbereitung. Und da geht es darum, hier haben wir es mit Opfern des Krieges zu tun, den das syrische Regime gegen die eigene Bevölkerung führt. So läuft das. Deswegen glaube ich, ist es sehr schwer zu reflektieren. Also der mich da angesprochen hat, der ist nicht in den Projekten selber drin, sondern es gibt eine Kontrolle dieser Arbeit. Er ist sozusagen einer, der evaluiert. Also er fährt dahin, spricht mit denen und guckt, ob das Geld, was dahin geht, auch richtig eingesetzt wird für das, wofür es gedacht ist. Und er hat einen anderen Blick darauf. Außerdem liest er meine Berichte aus Syrien immer. Und gerade weil diese Organisationen in Syrien arbeiten, hat er gedacht, okay, da ist es vielleicht mal wichtig, dass mal auch andere Aspekte da reflektiert werden. Aber die Leute, die tatsächlich da drin arbeiten, die sind im Hamsterrad. Also es ist ein Konzept der NATO. In Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg, weil sie damit konfrontiert waren, dass sie in einem Gebiet operiert haben, wo es Menschen gab, also mit denen man irgendwie umgehen musste. Und deswegen dieses Konzept entwickelt haben, dass man eben sehen muss, wie man mit dieser Bevölkerung umgeht. Also es ist ein NATO-Konzept, kein deutsches Konzept. Aber die Deutschen, muss ich sagen, kooperieren, also sie haben das sehr ausgefeilt, sie haben das sehr weiter, also sehr gut weiterentwickelt, dieses Konzept, und sind eigentlich führend, und das wird auch innerhalb der NATO-Staaten so gesehen, dass also in diesem Bereich die deutsche Politik sehr stringent und
zielstrebig das auch ausbaut und auch finanziell unterstützt und sehr kenntnisreich das eben auch entwickelt. Aber es ist ein NATO-Konzept. Und diese Operation zum Inherent Resolve, das ist ja dieses Bündnis gegen den IS, ist kein NATO-Bündnis, ist keine UN, kein UN-Sicherheitsratsbeschluss, der dazu geführt hat. Da sind sehr, sehr viele Länder mittlerweile im Übrigen noch ausgestiegen. Aber da wird zum Beispiel diese Art von Arbeit in Kooperation der Länder durchgeführt, die sich, die ist ja aktiv in Irak und Syrien, ne? Und da gibt es eine Kerngruppe, die kleine Syrien-Gruppe, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Jordanien, Saudi-Arabien und Ägypten. Ägypten ist so ein Anhängsel, also sind nicht sehr aktiv da drin. Aber diese Staaten sprechen praktisch ab, wie man sich also strategisch in diesem Konflikt, insbesondere diese Operation in Syrien, verhält. Und dass es da eben nicht alles gut läuft im Augenblick, sieht man ja daran, dass die Amerikaner, also Trump, gesagt hat, wir nehmen die Soldaten raus. Und die europäischen Staaten haben gesagt, das ist unmöglich, sie müssen da bleiben, um die Bevölkerung zu schützen. Und da sieht man, dass also auch in dem zivilen Bereich, der dort aufgebaut war im Nordosten Syriens, gab es große Unsicherheit. Die ganzen zivilen Hilfsorganisationen, Médecins Sans Frontières also von Médecins Sans Frontières weiß ich es genau, die sind abgezogen und die haben praktisch die Hilfsorganisationen der Kurden, denen haben sie alles überlassen, ne? Weil die Amerikaner sind raus, also die Zivilorganisationen hinterher, weil sie keinen Schutz mehr haben. Die ganzen Berater, die auch in diesem Konzept tätig sind, aus europäischen Ländern, aber auch aus den USA. Die sind alle mit den amerikanischen Truppen in den Nordirak abgedüst. Und es gibt nur noch Spezialkräfte dort jetzt in dem Gebiet, die also speziell strategisch wichtige Punkte militärisch schützen, die Ölfelder vor allen Dingen und Grenzübergänge. Das stimmt, die Praxis sieht immer anders aus und das wäre auch mal, also ich weiß von Leuten, die in diesen Programmen gearbeitet haben, das ist aber schon lange her, und die sind im Grunde, also die haben dann nach der Rückkehr aus den Ländern, haben sie entweder einen Einsatz in einem anderen Land gemacht, wo es also nicht so krisengeschüttelt war. Es gibt auch Einsätze in der asiatischen Welt, also in Indonesien oder ich glaube auch noch, oder Nepal ist im Grunde auch ein Land, was eher ruhig ist eigentlich, ne? Aber die sind dann häufig auch in andere Organisationen in diesem Kontext in Deutschland gegangen oder auf der EU-Ebene. Aber das stimmt, die Praxis ist immer was anderes als die Theorie und da gibt es aber auch Mediation, ne? Also wenn die Leute da im Einsatzgebiet sind und sie werden mit besonderen Konflikten konfrontiert, gibt es immer Mediation im Hintergrund, wo sie sich rückversichern können und auch psychologisch betreut werden in bestimmten Fällen. Das gilt für die Fachkräfte, nicht für die Bevölkerung, die in dem Gebiet ist. Also Medico ist ja in sehr vielen Gebieten aktiv, also in Südafrika, in Lateinamerika, Israel, Palästina. Und ich denke, dass die meisten Projekte, die ich von Medico kenne, von früher her, fand ich immer sehr reflektiert. Genau, reflektiert. Sie waren auch im Nordirak aktiv und da habe ich zum Beispiel auch die Medico-Projekte sehr genau mir angeguckt und sie haben auch immer, sie waren sehr transparent. Und ich konnte mir alles ansehen, das ist aber schon lange her, 20 Jahre her. In Syrien haben sie Partei ergriffen. Also ich kenne auch die Leute, die das bei Medico gemacht haben.
oder den Hauptverantwortlichen dafür, der jetzt nicht mehr bei Medico ist. Sie haben sich sehr einseitig in diesem ganzen Konflikt positioniert. Und man kann das auch dem Jahresbericht von Medico, ich glaube im letzten Jahr, entnehmen. Sie haben, ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf, aber Sie haben eine enorme Summe an Geld vom Auswärtigen Amt bekommen. Weil Sie sind ja eigentlich Spenden finanziert, durch Mitglieder, durch Spenden, durch Kreise wie hier, wo dann gesammelt wird und man gibt das Geld an Medico oder so, ne? Aber Sie haben insbesondere durch die Tätigkeit in Syrien und um Syrien herum haben Sie eine sehr, also man kann das nachgucken im Finanzbericht von Medico vom vergangenen Jahr. Ich war selber sehr überrascht, das zu sehen, weil das in gewisser Weise aber auch meine Kritik auch bestätigt hat, dass Sie eben halt sehr stark eingebunden waren in Syrien und in Bezug auf die Flüchtlinge, in die Regierungspolitik und sich das also wiedergespiegelt hat in dem Geld und das sie bekommen haben und in ihrer sehr engen Zusammenarbeit mit Adopt the Revolution. Ja. Also insofern denke ich, sollte man, wenn man über Medico spricht, ja, man muss schon genau hingucken. Die Syrienarbeit, die sie gemacht haben, war extrem einseitig. Ja, Sie haben zum Beispiel im Flüchtlingslager Yarmouk bei Damaskus haben Sie Leute unterstützt und die Hilfsgüter, die Sie dahin gebracht haben, das geht nur durch Schmuggel. Und zwar nur durch Schmuggel mit einer Organisation wie der Hamas, also einer Organisation der Muslimbruderschaft, die zu dem Zeitpunkt bestimmte Kräfte in Yarmouk unterstützt hat. Es gab andere Leute in Yarmouk, die keine Unterstützung bekommen haben. Sie haben Krankenhäuser in Douma unterstützt, sogenannte Feldkrankenhäuser, oder Lazarette. Und Douma steht unter Kontrolle von einer Organisation, also bis April letzten Jahres. Douma ist ein Vorort von Damaskus im Osten, stand seit 2013 unter Kontrolle von Jaish al-Islam. Also das ist eine wahhabitische, dogmatisch-islamistische Organisation, die von Saudi-Arabien finanziert worden ist, speziell in Douma. In anderen östlichen Vororten von Damaskus waren andere Organisationen, Akhar al-Sham oder Nur al-Din al-Zenki, die von Katar oder von den Emiraten unterstützt wurden. Aber speziell in Douma und in Harasta haben sie solche Gruppen unterstützt, die eben sehr eindeutig auch eine islamistische Agenda hatten. Und natürlich haben sie gesagt, wir helfen der Zivilbevölkerung. Und es gibt ja auch Zivilbevölkerung dort. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die zum Beispiel so eine Schule besucht haben, die von Medico mit unterstützt wurde, die unter der Erde lag. Und das heißt, dass, es gab dieses Projekt, aber es war eingebunden in eine bestimmte politische Strategie. Und da muss sich eine Organisation schon fragen, also es gibt auch woanders Leute in Syrien, die viele Probleme hatten, ohne dass sie jetzt also unbedingt auf der Seite der Regierung standen. Aber speziell in einer solchen zugespitzten Situation etwas zu unterstützen, ich finde, da ergreift man Partei. Vor allem für Regime-Change. Das, was du geschildert hast, habe ich vor wenigen Tagen zufällig, also nicht in diesen Einzelheiten, zufällig gefunden, als ich mich vorbereitet habe auf eine Diskussion über Bundeswehr an Schulen. Und da kam die Idee auf, man müsse ja friedenspolitisch irgendwas dem entgegensetzen. Und ich hatte irgendwie geguckt, was macht die Bundeswehr eigentlich inzwischen an Schulen, außer dass da hin und wieder mal ein Jugendoffizier auftaucht. Die Bundeswehr fabriziert und verbreitet über einen bestimmten Verlag Unterrichtsmaterialien, mit denen sich Lehrer auf aktuelle Fälle, auf aktuelle Probleme und Krisen
im Unterricht vor, um Unterricht zu erteilen, vorbereiten können. Das heißt Frieden und Sicherheit. Das ist ja schon mal sehr verlockend, der Titel, dass es von der Bundeswehr ist, erfährt man erst über mehrere Umwege. Frieden und Sicherheit. Auf dieser Webseite gibt es Unterrichtsblätter für eine Seite, mal ganz schnell aktuell, was ist los da und da, und aber auch ein Heft. Und ich blätter das durch und da tappt genau das auf, was du jetzt hier beschrieben hast. Und das Schlimme ist daran, finde ich, die Sprache, die Menschen so vollkommen desorientiert, was sie wirklich vorhaben. Die ersten Seiten beschildern die Not in der ganzen Welt. Die nächsten Seiten schildern, wie toll zivil-militärische vernetzte Arbeit von Zivil- und Militärkräften das lösen kann. Zwei Seiten. Die nächsten beiden Seiten reden davon, welche Aufgabe die Bundeswehr in diesem Zusammenhang hat. Und die nächsten beiden Seiten sprechen davon, was die UNO für eine Rolle spielt. Und wenn man sich dann durchliest, welche Aufgabe der UNO zugesprochen wird, da steht nichts von Gewaltverbot, da steht nichts von Wahrung von der Souveränität der Staaten, nichts, sondern nur die Intervention aus humanitären Gründen. Also so wird jungen Leuten bereits etwas dargestellt, das fügt sich genau in das ein, was du jetzt beschrieben hast. Und es wird überhaupt nicht mehr das transportiert, was wirklich Kriege verhindern könnte. Also ich fand es schon sehr erschreckend. Das war vor ein paar Jahren noch nicht ganz so. Ja, es ist sehr, also der Widerstand dagegen, also Sie haben das ja auch gerade gesagt, das wurde zur Zeit, als das aufkam, Ende der 90er Jahre, da gab es also eine sehr lebhafte Diskussion, vor allen Dingen in der Lateinamerika-Solidarität, also in den lateinamerikanischen Ländern gab es ja sehr viel Unterstützung, also von Initiativen, und die damit konfrontiert waren, und die waren immer sehr reflektiert, die haben da ganz stark widersprochen, und diese Diskussion ist aber völlig abgeebbt, also die hat auch nie, sage ich mal so, das Tageslicht der allgemeinen friedenspolitischen Debatten erreicht. Also es war, ich weiß nicht, ob es jemals irgendwie Thema war beim Kasseler Friedensratschlag, der ja eigentlich auch immer solche kritischen Themen mit aufgreift, aber das Problem ist ja auch oft, dass diese Initiativen auch etwas getrennt voneinander operieren und man die Diskussion in den einen Kreisen, in anderen Kreisen gar nicht wahrnimmt. Und ich muss sagen, ich kriege das zum Beispiel mit über eine Freundin, die ist Lehrerin an einer Gesamtschule in Bonn-Beul und die also häufiger darüber gesprochen hat, wie schwierig das ist, was gegen die Bundeswehr an der Schule zu machen, eine friedenspolitische Initiative dahin zu bringen. Also das wird dann eben halt dieses ZDF sein, jetzt sage ich schon ZFD sein, ne? Also die eben halt in diese allgemeine Politik eingebunden sind. Aber dass ein Vertreter vom Bonner Friedensbündnis oder von der FRICO Berlin oder vom Kasseler Friedensratschlag an eine Schule eingeladen wird, also ich würde mal sagen, das ist heute kaum der Fall. Ne? Und dadurch ist natürlich sie sagt auch, also die Lehrerin, das ist unglaublich schwer, wie sollen wir uns als Lehrer auch dagegen verwahren, dass die Bundeswehr an Schulen nicht zu suchen hat. Die sind ja immer präsenter, auch mit öffentlichen Vorstellungen auf öffentlichen Plätzen, in den Städten und so weiter. Ne? Und sie machen sehr offensive Werbearbeit. Ne? Ja, die Frage müsste man natürlich den Parlamentariern stellen. Das ist auch eine Frage an das Parlament, an dieses System, wie das Parlament arbeitet, wie die Abgeordneten arbeiten. Also ich habe ja nur mal 2 Jahre als Mitarbeiterin im Bundestag gearbeitet, aber in dieser kurzen Zeit ist mir schon aufgefallen, dass es da wirklich eine etwas andere Wahrnehmung gibt. Also die leben in einer anderen, wir haben ja in Bonn immer gesagt, das Raumschiff, ne? Also dass die realen Konflikte, es liegt nicht daran, dass sie die Informationen nicht haben, sondern es gibt sehr viele Zwänge auch innerhalb dieses Parlaments, Fraktionszwänge auch, und ich weiß, dass beispielsweise die Linkspartei auch sehr
unterschiedliche Meinungen zu vielen Aspekten hat. Und man reibt sich oft darin auf, eben schon innerhalb der eigenen Fraktion, also als Abgeordneter sich mit den eigenen Vorstellungen auch Gehör zu verschaffen. Es ist eine Aufgabe meiner Ansicht nach ja auch der Presse, diese Dinge, also viele dieser Berichte sind auch nicht öffentlich, also die sind nicht einfach zu finden. Man muss auch vielleicht ein bisschen Erfahrungswerte haben, um zu wissen, wo man sucht oder wo man, wie man auch was einschätzt, was man liest. Also wenn ich diese Ausstellung von ZFD mir angucke, die sieht wunderbar aus. Also Frieden als Beruf, toll. Ne? Also junge Leute, die Frieden wollen, die fahren ja darauf ab. Aber was das im Einzelnen bedeutet auch, diese Aufklärung. Ich glaube, das politisch auch in einen Kontext zu bringen und andere Aspekte aufzuzeigen, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist meiner Ansicht nach auch mit Aufgabe einer Friedensbewegung. Und die Abgeordneten, man kann sie nur immer wieder auffordern, dass sie da genauer hingucken. Also diese Diskussion, eine ganz intensive Zeit der Diskussion um die EU-Verfassung war. Da kam das auch, diese Diskussion um zivil-militärische Zusammenarbeit. Wir haben damals noch diskutiert, was war zuerst genannt, zivil und dann militärisch, aber es kam ja militärisch-zivil dann in die EU-Verfassung rein. Und kurz danach, also das war auch ein Ergebnis von diesem NATO-Projekt natürlich, ne, die ganze EU-Verfassung. Und kurz danach wurde dann das Entwicklungsministerium, arbeitete nicht mehr allein, sondern arbeitete zusammen mit dem Verteidigungsministerium in einem geheimtagenden Gremium. Ich habe das vergessen, wie dieses heißt. Aber dass die dann auf einmal dann diese Kooperation gemacht haben, weißt du, wie dieses Gremium... Es gibt da mehrere Ministerien, die jetzt zusammenarbeiten. Und zwar Entwicklungsministerium. Es gibt einen Sicherheitsrat, also ja, der in der Region zum Sicherheitsrat. Also das war schon sozusagen die nächste Stufe. Und dann kam dann zum Syrienkrieg, kurz nach dem Syrienkrieg war dann hier die Stiftung Wissenschaft und Politik, traf sich und machte dieses Projekt The Day After. Und da war doch sofort, war doch ganz klar, es ist die Bundesregierung, steht nur auf der Seite der Opposition. Denn sie hat ja einen Plan gemacht, dass mit der Opposition das Regime-Change schon gelingen wird und was man dann alles da machen würde. Und wenn ich dann jetzt höre, wie viel Gelder ausgegeben werden, also mit den vielen, das habe ich mir diskutiert, ne, wer alles Geld bekommt, auch zusammen mit USAID und so weiter. Ne? Also das ist erschreckend. Und wenn wir jetzt hier in Berlin, haben wir hier öfter erlebt, dass wenn wir demonstrieren, dass syrische Oppositionelle dabei sind. Und zwar ganz heftig viele junge Leute. Und manchmal frage ich mich auch, weil das ja viel Geld auch dann ist, und wenn dann auch noch hier, was du auch sagst, Künstler und die ganzen und Medienausbildung, dass alles, das ganze Geld bei denen reingeht. Also die Syrer, die hier in der Hauptsache, erscheint das so, weil sie in der Öffentlichkeit fast alle von der Opposition sind. Aber ich glaube, sie sind nicht alle. Wir kennen auch welche, die sind gar nicht von der Opposition, die sind auf jeden Fall auf der Seite der Regierung. Aber das ist eine Dynamik, und auch was, wenn du das von der Schule erzählst, das ist eine Dynamik. Das wird natürlich auch medial unterstützt. Ja. Also ich erinnere an diesen Bus, der hier aufgestellt wurde, so aufrecht, ne? Das war ja so eine Aktion. Und ich habe also, ich war ja in Aleppo und habe schon gesehen, dass da Busse auch also übereinander gestapelt wurden, die halt nicht mehr fuhren, und man hat sie aufgebaut als Schutz. Allerdings ging den Angriff von der anderen Seite. Und das hier wurde ja gezeigt als ein Schutz gegen die syrische Regierung. Und dieses Aufrechte, also ich habe viele Leute gefragt, das haben sie so gar nicht gesehen.
da, ob es das so gegeben hat. Also ich habe Busse gesehen, die längs übereinander gestapelt waren. Aber meistens schützten sich die Leute eben halt vor Scharfschützen, egal von welcher Seite, durch solche großen Planen, die über die Straßen gehängt waren. Und das ist natürlich dieses Bild. Dieses Bild haben alle, wenn ich jetzt sage, der aufrecht stehende Bus, der hier aufgebaut wurde, Sie wissen alle, was ich meine. Wettig, Sie haben das gesehen, ne? Dieser Bus, der da zeigen sollte, wie die Menschen in Syrien leiden und wie sie sich schützen müssen. Das war ein riesiges Spektakel. Also diese Bilder, die uns auch über die Medien im Kopf verankert werden, richtig gehen. Ne? Wenn ich noch eins hinzufügen darf, nämlich diese einseitige Parteinahme, was ja völkerrechtswidrig ist und was gegen alle, auch Journalisten, also ich will von den Medien sprechen, dass die Medien, also hier ZDF, ARD wurde ja eben auch erwähnt als falsch berichten. Es wird, was Venezuela anbelangt, es wird nur die Opposition kommt zu Wort. Und das ist hier, und finanziert wird nur die Opposition, und zu Wort kommt nur die Opposition. Also das es ist also sehr schwierig, im Augenblick private Hilfe nach Syrien oder auch in den Jemen zu bekommen, weil das natürlich also man muss das sozusagen im Gepäck mitnehmen, wenn man Geld mitnimmt. Und die Frage ist, an wen geht das eigentlich? Also man muss sich schon angucken, an wen Gelder gehen und was damit geschieht. Also wenn man das nicht hundertprozentig weiß, dann würde ich eher davon abraten. Im Augenblick, ja. Zweifelsohne gibt es in beiden Ländern wirtschaftliche Probleme, die aber unterschiedlicher Herkunft sind. Also der Irak ist im Grunde heute Opfer dieser ganzen Interventionspolitik, der Sanktionspolitik. Die Amerikaner haben ja Milliardensummen in das Land gepumpt, also um humanitäre Hilfe zu leisten oder Wiederaufbauprojekte. Und das ist also wirklich ein Skandal, wenn man heute sieht, dass die nicht mal genügend Strom haben. Die müssen zusätzlich zu dem bisschen Strom, was sie aus dem staatlichen Stromnetz bekommen, müssen sie Geld bezahlen für Generatoren, die ihnen eben halt im Viertel noch zusätzlich Strom liefern. Das ist ein Modell, was es übrigens auch im Libanon gibt. Also beide Länder sind nicht in der Lage, ihre Bevölkerung mit ausreichend Strom und Wasser zu versorgen, was zum Beispiel in Syrien der Fall ist. Die syrische Regierung hat, es gab viel Zerstörung im Stromnetzwerk, also im Stromnetz und auch in der Wasserversorgung, aber die syrische Regierung hat immer dafür gesorgt, dass diese Sachen wieder repariert wurden. Man kriegt heute in Syrien, in Damaskus und im Umland von Damaskus und in Aleppo selbst und in Homs hat man 24 Stunden Strom am Tag. Also hier in Deutschland ist das ja nicht der Rede wert, aber in den Ländern schon. Und zwar aus dem staatlichen Stromnetz. Und Syrien gibt Strom sogar an den Libanon. Das muss man sich mal vorstellen. Aber nach 8 Jahren Krieg. Ich unterbreche Sie. Irak produziert 35 Milliarden pro Monat. Wo geht das Geld? In Libanon gibt es nichts. Das wollte ich hinzufügen. Der Irak ist natürlich reich. Sie haben die zweit- oder drittgrößten Ölmengen der Welt. Und sie verkaufen ja auch ihr Öl. Die Kurden verkaufen das Öl im Norden und im Süden sind es ausländische Firmen, die eben halt dort die großen Ölfelder kontrollieren. Und es gibt selbstverständlich eine Kooperation, es gibt unheimlich große Korruption. Also diese ausländischen Firmen arbeiten durch lokale Kräfte, die sagen, okay, ihr könnt das machen,
aber ihr müsst uns eben halt dann entsprechend 50% abgeben oder 30% dafür, dass wir nur sagen, okay, ihr dürft es machen. Also das ist ein, zum Beispiel im Nordirak weiß ich das von Geschäftsleuten, wenn man da was machen will, dann muss man immer 30% mindestens abgeben an die Barzani-Familie, die da die Regierung führt. Ne? Also das heißt, es gibt für die Unruhen einen Hintergrund, die Bevölkerung hat einen Grund, sauer zu sein, aber also wie das genau im Augenblick läuft im Irak, kann ich nicht sagen, ich muss dort noch mit Leuten reden, aber vom Libanon weiß ich, dass diese Massen von Menschen natürlich einen Grund haben, auf die Straße zu gehen, aber warum die alle zur gleichen Zeit auf die Straße gegangen sind und praktisch wie ein Fest gefeiert wurde, die kriegten Essen, die kriegten Trinken, da gab es Musikveranstaltungen, da wurden Hochzeiten organisiert, also das war eine bunte Gemengelage, die von verschiedenen Fernsehsendern rund um die Uhr übertragen wurden und dadurch auch dazu beigetragen haben, dass noch mehr Leute auf die Straße gingen. Und die Hisbollah hat gesagt, sie unterstützt die Proteste, aber man muss auch sehen, wie man das umsetzt. Sie haben ja dann auch das Reformprogramm, was vorgestellt worden war, unterstützt und waren dagegen, dass die Regierung zurücktritt, weil sie gesagt haben, es ist eigentlich Aufgabe der Regierung, auch die Reformen dann auch umzusetzen, aber durch den Rücktritt des Ministerpräsidenten ist natürlich die gesamte Regierung zurückgetreten. Und die Rolle der Hisbollah war, dass sie gesagt haben, unsere Leute sollen von der Straße runtergehen, weil es besteht die Gefahr, dass es einen Bürgerkrieg gibt. Also dass dieser Protest umschlägt, weil eben halt auch entsprechende Hassreden gehalten wurden auf die verschiedenen Politiker, auf die verschiedenen politischen Führer, dass man gesagt hat, wenn das soweit ist, dauert es nicht lange, bis die Leute auch wieder schießen. Weil, das hat er also jetzt am Freitag nochmal gesagt, jeder hier im Libanon ist bewaffnet. Mindestens eine Waffe gibt es in einem Haushalt. Und dass es eben sehr schnell dazu kommen kann. Das heißt, die Hisbollah hat eben dazu aufgerufen, dass die eigenen Leute auf gar keinen Fall konfrontativ und so diese Sachen mit unterstützen. Es gibt Berichte, ich muss das aber jetzt für mich persönlich nochmal auch verifizieren, dass Pompeo, als er im Libanon war im März, Aoun, den Präsidenten, gewarnt hat, die Unterstützung von Syrien fortzusetzen. Aoun hat ja auch gefordert, dass die syrischen Flüchtlinge, dass man ihnen hilft, zurückzukehren nach Syrien. Er hat das wiederholt, auch auf der UN-Vollversammlung hat er das in der Rede gesagt, weil der Libanon dadurch wirtschaftlich sehr unter Druck steht. Dass Pompeo gesagt hat, wenn sich diese Politik nicht ändert, dann wird das Folgen haben. Na? Sanktionen sind verhängt worden gegen die Hisbollah, die natürlich das ganze Land treffen. Also ich selber war zum Beispiel, als ich jetzt aus Syrien zurückkam, Mitte Oktober, in Syrien hat man ja kein Geld, also weil die Banken alle unter Sanktionen stehen, man muss das Geld, was man hat, muss man bar mitnehmen. Ich hatte also alles ausgegeben. Und als ich in Libanon kam, wollte ich den Fahrer, der mich von Damaskus zurückgebracht hat nach Beirut, wollte ich bezahlen. Und zwar in Dollar. Und normalerweise kann ich im Libanon aus dem Automaten Dollar ziehen. Gab's nicht. Ich wusste das nicht, dass am Tag zuvor die Banken sämtliche Dollarzahlungen eingestellt haben, auch für Leute, die ein Dollarkonto haben. Also es ist so, als wenn man hier in Deutschland, gut, wir haben keine Dollarkonten, wir können keine Dollar abheben, aber das ist in Zypern, im Irak, also in den arabischen Ländern ist es üblich, dass man die Landeswährung aus dem Bankautomaten bekommen kann und US-Dollar. Und das hat dazu geführt,
dass es eben halt der Schwarzmarktpreis für den Dollar in die Höhe gestiegen ist. Und eine Freundin, mit der ich heute Morgen länger telefoniert habe in Beirut, die hat mir erzählt, sie wollte ihren zusätzlichen Strom bezahlen. Ich habe das ja eben gesagt, für einen Generator zahlt sie im Monat zusätzlich 100 Dollar für den Strom. Und das wollte sie gestern bezahlen. Und da hat er gesagt, nein, ich will 140 Dollar haben, weil der Schwarzmarktpreis für den Dollar eben halt gestiegen ist für libanesische Pfund. Er hat gesagt, wenn du mir keine Dollar geben kannst, dann will ich den Dollarwert von 140 Dollar in libanesischen Pfund haben. Das heißt, die gesamte Ökonomie wird dadurch jetzt angegriffen. Und es gibt eben es ist eine ökonomische Krise im Libanon. Das führt jetzt zu weit, das alles auszuführen, aber da wird eben halt von den USA Druck ausgeübt auf den Staat, die Unterstützung und den Kontakt mit Syrien einzustellen. Und wenn sie es nicht machen, dann hat es Konsequenzen. Und das spüren sie über den Dollar. Also die Ölfelder sind teilweise Militärbasen. Das Omari-Ölfeld, das ist das größte Ölfeld im Osten Syriens, östlich von Deir-Ezzor. Und es ist eine Militärbasis. Von ursprünglich der? Der Amerikaner. Die haben sozusagen dieses Feld ausgebaut zu einer Militärbasis, wird kontrolliert von den syrischen Kurden, also von diesen syrischen demokratischen Kräften. Die haben von den Amerikanern als erst dieser Auftrag war abzuziehen, da haben sie dann die Kontrolle übernommen. Sie haben sich von einem Ölfeld allerdings zurückgezogen, weil sie ihre Kräfte an die Grenze zur Türkei geordert haben, um ihr Gebiet dort, also das Gebiet dort zu verteidigen. Und dann war eben dieses Ölfeld also nicht schutzlos, weil es dort auch Söldner gibt, also von einer internationalen Söldnerfirma. Die Amerikaner kommen über diesen Grenzübergang Samalka, glaube ich, vom Nordirak. Und der wird kontrolliert auf der syrischen Seite von den syrischen Kurden und auf der irakischen Seite von den irakischen Kurden. Ich denke, beide Seiten haben kein Interesse daran, den Amerikanern Probleme zu machen. Also dieser Grenzübergang, der wird von ihnen weiter benutzbar sein. Im Übrigen können sie natürlich mit Hubschraubern auch ihre Leute versorgen. Also sie sind ja im Irak sozusagen auf der anderen Seite der Grenze sowieso präsent und benutzen also den Flughafen, den militärischen Teil des Flughafens Erbil, ohnehin für militärische Einsätze auch im Norden Syriens. Aber sie können diesen Landweg benutzen. Das ist auf jeden Fall ihr Ziel. Ich denke, das ist also, Russland will ja keine militärische Konfrontation, also weder mit den Amerikanern noch mit den Türken. Und insofern ist es eine diplomatische, es ist eine diplomatische schwierige Aufgabe auch, in Schritten dahin zu kommen, wo man eigentlich hinkommen will. Also es ist in Idlib nicht gelungen, dieses Konzept der Deeskalationszone. Die Türken haben da 12 Kontrollpunkte um Idlib herum aufgebaut, wovon einer übrigens jetzt von syrischen Truppen sozusagen umgeben ist. Aber sie ziehen da trotzdem nicht ab. Und es gibt eine mündliche Zusicherung, schriftlich weiß ich nicht, man hat es nicht gesehen, der Türkei an Russland, dass sie sich aus Syrien zurückziehen. Und das hat übrigens auch der türkische Außenminister Çavuşoğlu kürzlich in Genf gesagt, vor wenigen Tagen, als dieses Verfassungskomitee da zusammengetreten ist.
Da gab es eine Pressekonferenz von den drei Außenministern Türkei, Russland, Iran in Genf. Und da hat der Çavuşoğlu auf eine Frage von Journalisten gesagt, wenn die syrische Regierung wieder die Kontrolle im Nordosten Syriens übernimmt, dann werden sich die türkischen Truppen auch wieder zurückziehen, weil sie sind nicht gegen die syrische Regierungsarmee, sondern sie sind im Einsatz dort gegen die terroristischen Kurden. Und also die sie als terroristisch bezeichnen. Und ich denke, das ist die Politik auch der Türkei und das ist eben halt auch die Anforderung Russlands. Und sie haben genügend politische Druckmittel auch, um die Türkei dahin zu bringen, aber sie müssen natürlich auch die anderen, also die syrische Seite und die kurdische Seite dazu bringen, dass sie ihren Teil übernehmen, um der Türkei eben keinen vielleicht Vorwand oder wie man es nennen will, zu geben, dort weiter präsent zu sein. Das sagt noch nichts über diese Kampfgruppen, die mit der Türkei da operieren. Das sind ja diese Islamisten, die vorher um Damaskus herum waren oder die jetzt in Idlib waren zuletzt und die auf jeden Fall gegen die Kurden vorgehen wollen. Also das wird, glaube ich, nicht so einfach sein. Und das Problem ist auch, dass die Arbeit, die Vorgehensweise Russlands durch Europa und durch Teile der US-Administration immer wieder auch unterminiert wird. Also ich glaube, es wird noch längere Zeit auch unklar sein, wie das weitergeht. Danke. Ich denke, wir machen jetzt einen Strich. Herzlichen Dank.